Jo Leute, hier ist der Daniel von Folge Deinem Herz. Und zwar möchte ich mich bei euch mal endlich wieder melden. Sorry, ganz, ganz dickes, fettes Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde, nach knapp, glaube ich, fast 3 Wochen. Ich war im Urlaub, ich hatte verdammt viele Auftritte, als ich dann wieder zurück war. Und das ist ja auch gut und schön, ich habe auch Spaß dabei. Nur natürlich habe ich auch verdammt viel Spaß, euch Videos zu geben und euch Content zu geben, der euch weiterbringt, mich weiterbringt, uns alle weiterbringt. Ich hoffe auch, ihr genießt die Tage jetzt, weil ich gucke gerade raus, es ist verdammt warm. Wir haben jetzt September, Anfang, Mitte September sogar mittlerweile. Und diese Videos solltet ihr natürlich trotzdem anschauen, aber nicht, wenn es hell ist und warm ist, sondern dann, wenn ihr abends zu Hause sitzt und euch weiterbilden wollt. Heute geht es um das Thema, beziehungsweise um die schlimmste Krankheit, die all unsere Träume zerfrisst, kaputt macht, die uns raubt. Und zwar um die Krankheit, wie geht das bloß? So heißt diese Krankheit. Also in meinen Augen die schlimmste Krankheit der Welt. Warum? Dazu komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber inspiriert wurde ich auf dieses Thema bezüglich, wie geht das bloß in dieser Krankheit, von dem Buch von John Strelacki, Safari des Lebens. Mega geiles Buch, müsst ihr unbedingt lesen, sehr, sehr empfehlenswert. Was ist diese wie geht das bloß Krankheit und warum ist sie denn so gefährlich? Ganz einfach. Und zwar, wenn ich euch jetzt fragen würde, was würdet ihr denn gerne werden wollen? Was wäre euer größter Traum? Und ihr würdet mir sagen, ja, ich will Astronaut werden, ich will Sänger werden, ich will Millionär werden, Arzt, was auch immer. Wenn ich euch fragen will oder würde, ja, dann macht es doch. Oder wann startest du? Dann würdest du sagen, hey, wie soll ich das machen? Wie zum Teufel soll ich denn Sänger werden? Wie zum Teufel soll ich denn Astronaut werden? Träume sind meistens groß und es ist auch wichtig, dass sie groß sind. Also kommt ihr in die folgende Bredouille. Und zwar, ich stelle euch, wie geht das bloß? Was bedeutet das dann für euch? Wenn ihr euch die Frage stellt, wie geht das bloß, kommt folgender Prozess. Und zwar, ihr seht nur die Hindernisse, nur die Probleme, die euch auf diesem Weg zum Astronaut oder zum Sänger antreffen werden. Ich mache es mal einfacher. Wenn ihr euch diese sozusagen Hindernisse als Berge vorstellt, ja, als Berge, da ist es so, ihr seid voll motiviert, voller Energie und ihr sagt, hey, ich werde jetzt diesen ersten Berg erklimmen, weil ich will meinen Traum erreichen, ich will Astronaut werden. Alles klar, du bist motiviert und haust rein und wirst den Berg erklimmen. Das Interessante bei der Sache ist, kurzer Abschweif, die meisten Menschen, viele Menschen, alle, was heißt alle, aber viele Menschen nehmen sich doch sogar Tage, Wochen, Monate, Jahre Vorbereitung, um überhaupt zu starten, ja. Aber trotzdem, auch diese Leute packen es irgendwann mal an und sagen, ich erklimme jetzt den ersten Berg, ich bin voller Energie, ich bin voller Motivation, ich gebe jetzt Gas, ja. Dann kommen sie da hoch und beim Erreichen sind sie zwar zufrieden, aber haben schon viel weniger Energie, viel weniger Motivation. Und jetzt auf einmal sehen sie, oh, da ist ja noch ein zweiter, ein dritter, ein vierter Berg, von dem wusste ich ja gar nichts. Die Energie lässt nach beim dritten Berg, die Motivation lässt nach. Und was passiert? Wir geben auf. Wir geben unseren Traum auf, wir geben unser Leben auf, wir sterben unglücklich, wir haben ein unglückliches Leben. Und das Allerschlimmste, warum ich das, jetzt kommt das, was ich vorhin gesagt hatte, mit, ich erkläre euch, warum diese Krankheit die schlimmste Krankheit ist. Ein Traum, den wir erfüllen, ist nicht nur für uns, sondern meist hat auch mit anderen Menschen zu tun. Das heißt, ob es eine Innovation ist, ein neues Produkt ist, ein neues Medikament, eine neue Idee, eine neue Herangehensweise, ein neues Konzept. Das ist alles gestorben und vorbei. Und nur, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, weil wir immer die Frage stellen, wie geht das bloß? Wie zum Teufel soll ich das machen? Und jetzt kriegt ihr von mir den Tipp, nicht nur den Tipp, sondern wie ihr daran geht. Sobald ihr was machen wollt, was ihr unbedingt machen wollt, habt ihr jetzt im Kopf das Mindset, nicht wie geht das, sondern wer zum Teufel hat genau das, was ich will, denn schon erreicht und schon gemacht. Wer hat das? Wer hat das gemacht? Wer ist schon Sänger? Wer ist schon Astronaut? Okay, Astronaut ist ein bisschen komplizierter. Ich schaue mich mal rum und lese mir da folgende Sachen durch. Du musst sie ja nicht mehr persönlich kennen, sondern du kannst auch Biografien lesen. Und da steht alles Step by Step drin, was für ein Leben er geführt hat, wie er vorgegangen ist. Ihr könnt das alles an diesem Wer erkennen, lesen, verstehen und, das Allerwichtigste, nachahmen. Macht das nach. Macht es einfach nach. Und schon habt ihr das gleiche Resultat. Ihr habt euren Traum verwirklicht. Und ganz wichtig jetzt für die, die sagen, ja, was ist, wenn das mir nicht gefällt, wie er vorgegangen ist. Ganz wichtig, nicht nachahmen. Sondern sucht euch einen anderen Wer, der etwas ganz, ganz Ähnliches gemacht hat. Oder vielleicht sogar dasselbe. Meist gibt es ja mehrere Wers, die einen Traum erfüllt haben. Und hier möchte ich auch nochmal sagen, es gibt, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen gibt es Träume,
die man nicht sozusagen einen Wert findet, aber für die allermeisten, ich würde das sagen, ich würde 99,9% aller Träume, die wir Menschen haben, hat schon irgendjemand irgendwo, irgendwann in dieser Weltgeschichte, die wir haben und die Bücher und alles, schon das erreicht, was du erreichen, erleben willst und sehen willst. Das ist so. Es ist ganz einfach so. Und das bedeutet dann für dich nichts anderes, mach's nach und du bekommst das gleiche Ergebnis. Und noch ein Zitat für euch. Ihr kennt das bestimmt. Man sollte das Rad nicht neu erfinden. Dieser Spruch, dieses Zitat hat so viel in sich, weil wenn du etwas willst, ja, ein Rad willst, dann musst du es nicht neu erfinden, sondern mach es doch einfach nach und benutze es. Ganz einfach. Und das ist, was ich euch mitgeben will. Wenn ihr jetzt das nächste Mal einen Traum habt, ein Ziel habt, stellt euch nicht die Frage, oh mein Gott, wie soll ich das machen, sondern hey, wer hat das erreicht, was ich erreichen möchte? Ja, ganz einfach. Okay, und jetzt nochmal für euch zusammengefasst. Stellt euch dann in Zukunft, wenn ihr etwas erreichen wollt, ein Ziel habt, nicht die Frage, wie komme ich von diesem Punkt jetzt zu diesem Punkt, sondern stellt euch die Frage, wer hat es geschafft, da hinzukommen, wo ich hinkommen will und wie hat er das gemacht? Und dann einfach nachahmen. That's it und fertig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bitte lasst mir ein Like da und bitte kommentiert mein Video. Hier unten rechts müsste eigentlich mein Icon dann auftauchen, hier so ungefähr. Und ich bitte euch auch, teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten, um denen zu helfen, Motivation zu geben, Kraft zu geben, Energie zu geben, ihre Träume nicht aufzugeben, sondern sie zu leben. Verdammt wichtig. Und noch zum allerletzten, kommentiert dieses Video mit nicht wie, sondern wer, Ausrufezeichen. Dieses Kommentar stellt ihr mir bitte rein. Nicht wie, sondern wer, Ausrufezeichen. Denkt an das Ausrufezeichen. Okay, ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Euer Herzensfolger Daniel Sanchez-González von Folge deinem Herz. Macht's gut. Ciao.